Was sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, was es überhaupt gibt, und alle anderen rundherum spielen ein riesengroßes Theater und ich werde von einer ganz grossen, höheren Macht beobachtet, wenn ich mich da fühle. Vielleicht kann man ja sagen, ist ja das noch toll und das wird vielleicht sogar noch mal verbessert. Also vielleicht werde ich als Hirn in einer Nährlösung in den tolleren Sex haben, als ich wirklich den habe im wirklichen Leben. Wenn man ja schon so ein Gedankenspiel macht, dann muss man sich auch fragen, wieso bleibt denn noch das Hirn übrig? Also dann braucht es ja das Hirn gerade auch nicht, oder? Dann ist einfach nur noch der Gedanke. Und der Gedanke allein braucht ja das Hirn nicht, weil der kann auch da sein, ohne das Hirn, das er denkt. Woran ich merke, dass es mich wirklich gibt, ist dann, wenn ich muss eine Fernsehsendung von mir selber anschauen und mich ärgere, bei was ich mich wieder alles verhaspele. Das ist ein ganz grosser Beweis vom Weltall, dass es mich gibt. Leider.